Hallo Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Vielen, vielen Dank für dieses super Turnier gestern. Das Blackout-Turnier hat richtig Spaß gemacht und ich habe richtig Fun dabei gehabt. Deswegen möchte ich mich bei allen bedanken, die teilgenommen haben. Herzlichen Glückwunsch an Beats, den jungen Mann, für den Sieg mit seinem Zweierteam. Auch das Team Suicide und alle anderen Teams haben wirklich eine coole Performance geliefert. Das schneiden wir raus oder auch nicht. Mal gucken nachher. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Nächste Woche kommt dann das Multiplayer-Turnier, das 4 gegen 4 Turnier. Jetzt, nachdem das erste so wunderbar geklappt hat, bin ich definitiv motiviert, das zweite auch zu veranstalten. Infos darüber kommen aber später. Heute habe ich für euch, da haben so viele nachgefragt und ich weiß gar nicht warum, nach einem ABR-Nuke-Gameplay. Und ihr wollt ja auf jeder Map eine Nuke von mir sehen, mit möglichst jeder Waffe. Gar kein Problem, kriegen wir hin. Heute haben wir die ABR, das ist ein taktisches Sturmgewehr. Damals in der Beta noch, würde ich sagen, mit der MX9 die beste Waffe. Seitdem hat sich super viel verändert. Ich werde euch nachher auch noch zeigen, mit welcher Klasse ich DSG gespielt habe. Also was bei der ABR drauf ist, was für Perks dabei sind. Und wir gehen hier entspannt durch und gucken so ein bisschen zwischendurch, warum mache ich was, wie tue ich das. Wir sind auf der Map Hacienda. Das ist eine neue Map, die hier in Black Ops 4 reingekommen ist. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass sie irgendwie remastered ist. Ich mag sie persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist eigentlich eine sehr kleine Map. Das heißt, hier sind sehr viel Close-Range-Gunfights. Prinzipiell sollte man da also sowas wie eine Spitfire, eine Saug vielleicht nehmen. Hier in dem Fall haben wir aber die ABR, droppen eine Flawless. Ich glaube, eine 50er, 60er KD, irgendwie sowas. Die Nuklia ist natürlich dabei. So haben wir dann wieder eine Waffe abgearbeitet und eine Map abgearbeitet in einem Video sozusagen. Und ihr seht hier, ich bin jetzt gerade bei blutrünstig. Wir gehen da wieder ein bisschen durch. Ihr sollt ein bisschen was dabei lernen. Ich versuche mich wirklich an alle zu orientieren, also an die kompletten Anfänger, an die, die schon ein bisschen besser sind, vielleicht auch an die wirklich guten. Wobei man da immer nicht weiß, wie viel Hilfe die jetzt vielleicht noch brauchen oder nicht. Aber jeder kann bestimmt ein bisschen was mitnehmen. Ihr seht, dass unser Team irgendwie alle drei Flanken hat. Das ist immer ein Problem, weil ihr wollt, dass die Gegner gerade in Herrschaft in einer festen Seite spawnen. Das geht nicht darum, dass man sie spawntrappt, sondern dass man predikten kann, also abschätzen kann, wo sie herkommen. Hier seht ihr dann einfach, wir sind hier zu zweit, zu dritt, ich bin also safe. Ihr könnt aufs Radar gucken, da seht ihr, hinter mir ist jetzt aktuell keiner von meinen Teammates. Das heißt, ich entscheide mich, vor mir sind mehrere, ich gehe ein bisschen nach vorne. Ihr wollt immer entweder weg von euren Teammates sein oder sozusagen welche hinter euch haben. Das Schlechteste, was ihr machen könnt auf einer Map, egal auf welcher Map, wenn ihr auf eine Streak gehen wollt, ob nun Killstreak oder Nuclear Streak oder sonstiges, dass ihr irgendwie so steht, dass alle eure Teammates vor euch sind und ihr hinter denen. Meistens passiert dann nämlich eins, dass von hinten irgendeiner kommt, euch wegfetzt. Ihr seht, jetzt haben wir ein bisschen rüber rotiert. Ich spiele Battery, absolut cooler Spezialist, kann man nutzen, muss man aber nicht. Das hier ist wohlgemerkt ein etwas älteres Gameplay. Jetzt sehen wir hier zwei Gegner. Wir sehen, mit der ABR können wir die auf jeden Fall aus dem Headlitcher rausholen. Der nächste stirbt, kommt nicht zu unserem Kill leider dazu, trotzdem 100 Punkte. Wir spielen Drohne, Konterdrohne, Einsatzteam. Wenn ihr auf Nukes geben wollt, früher ging ja Einsatzteam noch dazu, heute müsst ihr einfach Drohne und Konterdrohne nehmen. Eine Idee ist, dass ich auch manchmal mache, was auch funktioniert, ihr könnt das Drohnengeschwader mitnehmen. Das hat den einfachen Grund, dass das Drohnengeschwader euch manchmal den Arsch retten kann. Jetzt seht ihr, wir picken den nächsten. Das ist wirklich entspannt. Ihr müsst euch nicht groß um die Map bewegen. Ihr braucht, das heißt nicht, dass ihr campen sollt, aber ihr braucht nicht wie die wahnsinnigen Rushen. Denkt immer dran, wenn wir Herrschaft spielen, wir haben zwei Halbzeiten. Ihr müsst das nicht in den ersten 100 Herrschaftspunkten schaffen. Hier sehen wir, der Spawn muss vor uns sein. Das heißt, wir holen den Granatwerfer raus. Wir sind schon auf skrupellos. Da holen wir noch schon zwei Kills. Haben schon wieder ein Einsatzteam, Drohne, Konterdrohne ist auch auf dem Weg. Ihr seht auch rechts bei den Streaks, dass wir bei der ABR nicht die Steam Injection dabei haben, sondern das Comsec-Gerät. Aus dem einfachen Grund, dass wir schneller unsere Drohne, Konterdrohne und unser Einsatzteam haben wollen. Das Comsec-Gerät ist, wenn ihr auf Streaks gehen wollt, wirklich hervorragend und großartig. Ihr spart 2 bis 3 Kills teilweise. Das ist schon sehr, sehr extrem. Hier in dem Fall hat es uns geholfen, damit wir unsere 3 Streaks schneller bekommen und wir haben ein taktisches Sturmgewehr. Das heißt, das ist eher für Range gemacht. Das heißt, wir wollen sowieso verhindern, dass wir irgendwie Close Gunfights bekommen, wo wir Meter vor unserem Gegner stehen. Das hilft uns mit der Waffe nicht und die Gunfights verlieren wir in der Regel dann. Deshalb brauchen wir nicht unbedingt die Steam Injection aus dem einfachen Grund, dass wir sagen können, okay,
Ich verzichte auf den Close-Range-Gunfight. Wenn ich angeschossen werde, habe ich noch ein bisschen Abstand, kann mich heilen und dann wieder in den Gunfight zurück. Die zweite hilfreiche Sache dabei ist, dass wir Battery spielen. Das heißt, wenn es mal eng wird und wir zum Beispiel sehen, dass vor uns 1, 2, 3 oder 4 Gegner sind, können wir einfach die Cluster von Battery nehmen, vor uns werfen, abhauen, heilen und wieder zurück in den Gunfight. COD ist ein taktisches Spiel. COD ist ein Spiel, wo es um Reflexe geht, um Spawn-Kenntnisse. Aim ist höchstens 10%, Leute. Wirklich 10-15%. Weil ein vernünftiges, normales Aim, das ihr einen Gegner trefft, das kann wirklich jeder haben mit ein bisschen Übung. Aber eine Map kennen, vielleicht ein bisschen analysieren, wie die Gegner spielen. Wir sind hier nicht in dem Pro-Bereich, aber man sieht in den ersten 10, 20, 30 Sekunden schon, wo die Gegner gerne langlaufen, wo sich vor allen aufhalten. Wenn ihr das realisiert und danach wirklich spielt, macht euch das Leben wirklich einfacher. Jetzt sehen wir sind auf 18, 19 würde ich ungefähr sagen. Jetzt ist es ein bisschen schwierig zu predikten, wo kommen hier Gegner her. Das heißt, ich gucke hier ein bisschen, ich sehe, da passiert nichts. Ich gucke rüber, unten läuft einer vorbei, das Einsatzteam ist bei mir. Ich bin hier safe. Ich könnte jetzt rauspushen, ich mache es aber nicht, ich warte noch kurz ab. Ich warte, ob noch irgendeiner rauskommt, ob vielleicht einer peekt, es kommt keiner. Jetzt auf unnachgiebig mit dem einen Kill davon, das heißt jetzt wieder zurück, gucken, ob hier einer kommt. Es ist wirklich richtig positionieren, es ist, ihr müsst mental irgendwie Bock drauf haben, wenn ihr richtig genervt seid, von der Arbeit kommt, der ganze Tag war scheiße und ihr habt keinen Bock, ihr zockt einfach nur aus Gewohnheit, dann werdet ihr kaum gute Ergebnisse liefern, das ist einfach so. Woran das liegt, weiß ich nicht, die geistige Beschaffenheit des Menschen ist da sehr, sehr kompliziert. Hier seht ihr, den nächsten picken wir. Jetzt wird es hier ein bisschen frickelig gleich, jetzt wird es auch richtig eng. Das ist das, was ich immer sage, zu einer Nuke gehören ein- oder zweimal auch einfach Glück. Hier holen wir den nächsten, wir sind jetzt auf 25, brutal. Jetzt haben wir die Konterdrohne, die Drohne ist am Himmel. Jetzt sind wir hier relativ alleine und die Gegner wissen natürlich, wo ihr seid. Und auch die können aufs Scoreboard gucken und wenn da steht 25-0, glaubt mir Leute, die Leute geiern nach euch. Manche lassen sich am Anfang einmal töten, aber ich finde das unsinnig. Wenn ihr Nuke schaffen wollt, dann müsst ihr es auch schaffen, wenn der Gegner weiß, dass ihr aktuell 0 Tode habt. Jetzt sehen wir uns doch einfach an, was passiert. Vorne ist noch ein Gegner, den picken wir aus dem Headlitch. Wir sind mitten im Spawn. Wir sind wirklich komplett im Gegner-Spawn drinne. Hier 39 Leben, ich krieg richtig einen ab. Ich weiß nicht, wo er kommt. Ich gucke hier in der Mitte, da kommt er. Ich rotiere rechts rüber. Da ist der nächste, das ist aber nicht der, den wir eben gesehen haben. Jetzt gucken wir. Links auf dem Radar ist einer, aber zwei von unseren Teammates retten uns. Hier ist noch einer, zwei Kills fehlen uns jetzt noch. Drei Schuss, ich sehe nicht, dass ich nachladen muss. Immer darauf achten, ob ihr nachladen. Ich kriege einen Tempest ab, aber ich habe Taktikmaske. Das heißt, ich verliere nicht zu viel Leben und ich kann schnell wieder aufstehen. Jetzt haben wir erstmal wieder nachgeladen. Ein Team mit rechts vor uns, hier erstmal die Cluster hin, gucken, ob da ein Gegner kommt. Kommt keiner. Jetzt hier wieder pieken, wir kriegen schon wieder was ab. Wieder auf 150 Leben hoch. Schauen, vorne im Headlitch ist einer. Vorne im Headlitch, da ist er. Volles Risiko, 18 Leben, Leute, 18 Leben. Jetzt müssen wir gucken, dass wir uns anders positionieren. Wir werden da gleich sonst die Fresse kriegen. Und das Einsatz, da ist doch der letzte Kill und die Nuke. Das war, glaube ich, damals sogar die allererste Nuke, die ich gemacht habe. Das war sogar wahrscheinlich noch in der Beta. Ich bin mir nicht 100% sicher, schon lange her. Ich habe aber alle Gameplays gespeichert, um euch zu zeigen, auch wie die Veränderung und die Entwicklung von, ich sag mal zu Mal ist. Und ihr habt gesehen, wir hatten zwei gute Teammates, die uns da den Arsch gerettet haben. Wir hatten Glück, dass wir Taktikmaske dabei hatten mit dem Tempest zusammen. Wir hatten natürlich Glück, dass uns die eine Rakete nicht ganz getötet hat. Und ansonsten war das einfach gut gespielt am Ende. Jetzt sehen wir 177 zu 84. Gleich werde ich euch das Klassensetup zu dem Ganzen noch zeigen. Jetzt sind wir auf unaufhaltsam. Wir haben hier wahrscheinlich jetzt aktuell so 35, 40 zu 0. Ihr habt gesehen, ich bin nicht durch die Gegend gerusht wie ein Wahnsinniger. Ich habe das entspannt gespielt, ich habe das ohne Stress gespielt. Lief sehr gut und so könnt auch ihr das schaffen und so schafft ihr auch eine Blutrünstig. Ihr müsst, wenn ihr auf Dark Matter zum Beispiel geht und Blutrünstig schaffen wollt, nicht volles Tempo ausrasten und in den Spawn und in die Olga rein. Das ist alles unsinnig, das könnt ihr euch alles sparen. Spielt entspannt, spielt überlegen, spielt clever. Wenn ihr das macht, habt ihr die besten Chancen, ein gutes Ergebnis zu liefern. Solltet ihr damit immer noch Probleme haben, ich werde so eine Art Anfänger-Tutorial für euch machen. Hier seht ihr es, 43 zu 0. Also, das lässt sich definitiv sehen. Ich werde noch so eine Art Anfänger-Tutorial machen, da werdet ihr mit Sicherheit Spaß haben. Jetzt lasst uns nochmal zu dem Klassen-Setup gehen, was ich benutzt habe.
So, wenn ihr euch fragt, was für ein Klassen-Setup ich für die ABR für euch vorschlagen würde, dann wäre das definitiv natürlich, wenn ihr habt, Dark Matter, richtig, macht jede Waffe 10% besser. Dazu das LV-Visier, ihr habt hier wunderbar auch wirklich die Option fürs Reflex, das mag ich ja immer, dass man beide Optionen hat, ich bin aber ein Freund vom LV, da müsst ihr gucken, was von beiden euch gefällt. Dann haben wir den Schaft, damit wir ein bisschen schneller uns bewegen können, wenn wir im Scope sind. Das ist wirklich hilfreich, um Gunfight zu gewinnen. Ihr aimt dadurch besser, weil ihr diese Ruckler im Stehen nicht habt. Die Magazinerweiterung, die ist sehr, sehr wichtig, weil die Waffe mit dem Repeater, den haben wir hier, sehr, sehr schnell leer geht. Das heißt, Magazinerweiterung absolut Pflicht. Einen Griff brauchen wir nicht, einen Lasermarkierer nicht, schnell ziehen können wir. Das Problem ist, dass ihr dann keine Perks mehr mitnehmen könnt. Also Schaft, Magazinerweiterung und den Agentenmod, den Repeater. Was der macht, ist, dank fortschrittlicher Automatik-Salven ist die Verzögerung bei jeder Salve geringer, wenn der Abzug gehalten wird. Ihr braucht, obwohl es eine Burst-Waffe ist, nicht mehr triggern und jeder Burst kommt schneller als der vorher mit weniger Verzögerung raus. Das ist wirklich ein super Mod, den kann ich euch nur empfehlen, so macht die Waffe auch richtig Spaß. Dazu das Comsec-Gerät, wenn ihr nur Drohne, Konterdrohne spielt, könnt ihr genauso gut die Steam-Injection nehmen. Und dazu Taktikmaske, weil sie uns vor so vielen Sachen schützt. Und Gung-Ho, ihr wisst, das beste Perk im Game. Das ist die Klasse, wie ich sie euch vorschlagen würde. Es gibt noch eine zweite Klasse, wenn ihr kein Problem mit dem Triggern habt. Die möchte ich euch auch gerne einmal zeigen. Und die sieht dann nämlich so aus. Ihr macht hier schnell ziehen noch rein. Dann habt ihr das hier. Und jetzt passt mal auf. Ihr nehmt Taktikmaske raus. Und nehmt hier, wo ist es, da. Ihr könnt auch ein bisschen stealthy sein mit dem Ganzen. Der Schalldämpfer reduziert nicht den Schaden, sondern nur die Reichweite mit dem Schaden. Dann habt ihr hier wirklich auch eine Waffe, mit der ihr relativ aggressiv spielen könnt. Ihr opfert im Prinzip halt nur einmal Totenstille oder Taktikmaske. Beide Sachen sind möglich. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Lasst sehr, sehr gerne ein Like da, es würde mich freuen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Und mal gucken, was morgen kommt. Haut rein!